Viele Jahrzehnte lang und noch vor wenigen Monaten bot das Kriegerdenkmal in Dessau-Sollnitz sein Bild des Jammers. Errichtet, um an 7 junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren zu erinnern, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen, war der Obelisk lange dem Verfall preisgegeben. Viel zu lange fand der Dessau-Roßlauer Landtagsabgeordnete Jens Kolze, gleichzeitig Kreisvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Rund 3 Jahre sucht er Unterstützer, Sponsoren waren recht schnell gefunden. Ein Steinmetz, der die Leistung zu einem angemessenen Preis anbot, musste dagegen länger gesucht werden. Dass sich die Wartezeit gelohnt hat, wird spätestens seit Montag deutlich. Statt schwarz-grau ist das Mahnmal nun strahlend weiß, schon von Weitem zu sehen. Grund genug, den Unterstützern mit einem Glas Sekt Danke zu sagen. Also dieser Tag ist auch ein deutliches Zeichen, dass die Institutionen Dessaus, wie zum Beispiel die Sparkasse, wie die Volksbank, wie die Stadtwerke bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen, um solche Denkmale der Geschichte in einen Zustand zu versetzen, dass sie wieder vorzeigbar sind und auch wieder der Bestimmung übergeben werden können, wozu sie einst geschaffen wurden, nämlich zu mahnen. Rund 4 Wochen dauerten die reinen Sanierungsmaßnahmen, bei denen Steinmetz Nomentano nicht nur gewissenhaft arbeitete, sondern auch auf einen Teil seines Honorars verzichtete. Ursprünglich war geplant, das Kriegerdenkmal mit einem kleinen Volksfest einzuweihen. Und vergessen ist dieser Vorsatz nach wie vor nicht. Also es ist ja öffentlich, allerdings hatten wir das große Problem, alle Sponsoren und dran Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Dies zu terminieren war schwierig, deswegen ist heute das geplante Volksfest der Stadtwerke nicht gemacht worden. Aber ich kann Ihnen einen schönen Gruß von Herrn Zenger hier bestellen und sagen, es wird nachgeholt. Mindestens 20 Jahre soll es nun dauern, bis die Witterung wieder erste Spuren am Mahnmal hinterlässt. Die Hände in den Schoß legen will der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bis dahin selbstverständlich nicht. Dort, wo uns Missstände auffallen, werden wir natürlich auch in der Zukunft tätig werden. Und dass sich dieser ehrenamtliche Einsatz lohnt, dafür steht seit Montag stellvertretend der Erfolg am Sollnitzer Mahnmal.